Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin und wir wollen heute etwas für den Schultergürtel und für die Arme machen. Wir brauchen eine Unterlage, die etwas nicht ganz hart ist, aber auch nicht zu weich und ja, ansonsten bequeme Kleidung und keine weiteren Hilfsmittel. Und los geht's, viel Spaß! Wir beginnen im Kniestand. Bauch und Beckenboden eingezogen, die Hände sind flach unter der Schulter, die Knie hüftbreit, also eine Faust passt zwischen die Knie, unter der Hüfte und die Füße schütteln wir locker aus in alle Richtungen, nach oben, nach unten und zur Seite. Bauch und Beckenboden ziehen wir ein und lassen dann als erstes einmal unseren Rumpf mobilisieren, indem wir mit jeder Ausatmung kräftig Bauch, Beckenboden einziehen und den Brustkorb flach. Geht der Rücken einmal in die Streckung. Hierbei ziehen die Schultern weg von den Ohren. Der Brustkorb streckt, der untere Rücken ist im Hohlkreuz. Das Gesäß schiebt heraus, Nacken lang. Und einmal den Rücken ganz rund. Bauch, Beckenboden eingezogen. Der untere Rücken schiebt heraus. Die Schulterblätter ziehen auseinander. Der Blick geht Richtung Bauchnabel. Einmal strecken und einmal beugen. Bauch und Beckenboden sind eingezogen. Dann ziehen wir über die Seite. Einmal rechts, einmal links und langsamer werden hier wieder. Der Blick geht über die Schulter Richtung Fuß. Der Nacken ist lang. Und aus diesen Bewegungsrichtungen können wir auch ein Kreisen werden lassen. Schultergürtel und Hüftgürtel, Brustkorb, die ganze Rumpfmuskulatur wird aktiviert. Wenn also das Kreisen ist, Schultergürtel und Hüftgürtel kreisen entgegengesetzt, wechselt jetzt auch nochmal die Richtung. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist irgendwie kompliziert, dann denkt nicht drüber nach, sondern lasst einfach den Rumpf in alle Bewegungen nochmal recken und strecken. So. Die Hände sind flach aufgestützt und wir schieben uns ein bisschen nach vorn und nach hinten, Kinn zur Brust, Nacken lang. Ihr merkt hier jetzt schon, dass es für die flach aufgestützten Hände ein bisschen intensiv ist. Das ist ungefährlich. Wir spüren den Muskelausdauer und den Dehnreiz im Bereich des Handrückens und des Handansatzes. Die Gelenke nehmen dabei keinen Schaden. Alles, was wir spüren, ist die Muskulatur und das Bindegewebe. Wir lassen die Schultern über den Händen und gehen zur rechten und linken Seite. Kinn zur Brust, Nacken lang, Brustkorb streckt. Und aus diesen Bewegungsrichtungen lassen wir ein Kreisen werden. Die Kreise sind also so groß, wie es hier mit der Kraft der Arme, der Schultern, der Hände möglich ist und schön gleichmäßig und nochmal in entgegengesetzter Richtung. Bauch, Beckenboden eingezogen, Rücken, Nacken lang. Dann kommen wir in den Unterarmstütz, die Ellenbogen sind unter der Schulter und wir gehen einmal nach vorn und einmal nach hinten. Erstmal klein die Bewegung, Bauch, Beckenboden eingezogen, Rücken, Nacken lang. Der Kopf ist immer in Verlängerung des Rückens und hier könnt ihr die Bewegung jetzt größer werden lassen. Einmal zum nach hinten gehen, strecken die Arme lang aus dem Rumpf heraus, Stirn Richtung Boden, Nacken lang. Und wenn wir nach vorn gehen, geht der Brustkorb zum Boden und die Nasenspitze vor den Händen, die wir locker halten, zum Boden. Macht es natürlich so weit, wie es für euch möglich ist. Wenn euch das schon zu langweilig ist, dann gibt es noch eine Form der Steigerung. Das heißt, ihr könnt da auch abwechseln. Wir können also die Zehenspitzen aufsetzen, Fersen leicht nach außen, damit wir vom großen bis zum kleinen Zeh Bodenkontakt haben. Mit der Ausatmung strecken wir die Beine, ziehen die Fersen zum Boden und gehen jetzt in dieser Position einmal nach vorn und einmal nach hinten. Den Abstand der Füße könnt ihr hier auch noch etwas anpassen.
rutschfeste Unterlage brauchen wir. Und hier beim nach hinten gehen, schieben wir den Kopf zwischen den Oberarmen, Brustkorb, zu den Oberschenkeln, Fersen ziehen zum Boden, Kniekehlen strecken. Und beim nach vorn gehen, Schultern weg von den Ohren, Brustkorb zum Boden. Wie gesagt, auch ein Wechsel ist möglich, dass ihr hier nochmal in dieser Position im Kniestand macht. Könnt ihr also beliebig variieren. Und dann bleiben wir hier in der hinteren Position. Lasst die Füße nochmal locker ausschütteln. Und den Schultergürtel ganz locker. Ja, die Arme sind locker nach vorn. Brustkorb lassen wir zu den Oberschenkeln sinken, können ein bisschen hin und her schaukeln. Schultergürtel, Nacken, Kopf ganz locker. Locker, locker, locker. Bauch- und Beckenboden ziehen wir ein. Richten Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Wenn es die Füße und die Beine zulassen, dann bleibt ihr mit dem ganzen Körpergewicht schon auf den gestreckten Füßen. Lasst den Nacken entspannt und den Brustkorb gestreckt. Tief durchatmen. Und dann kommen wir nochmal in die Bankstellung. Jetzt wollen wir die Hände, die Armmuskulatur mobilisieren. Wir hatten also jetzt immer die Hände flach aufgestützt. Dann nehmen wir als nächstes einmal die Handrücken auf den Boden. Die Intensität bestimmt ihr jetzt dadurch, dass ihr also das Körpergewicht mehr auf den Knien, auf den Unterschenkeln lasst. Ja? Und erstmal die Handrücken auflegen, die Fingerspitzen zeigen zu den Knien. Und wenn es euch hier gelingt, mit den flachen Handrücken auf dem Boden zu liegen und trotzdem die Ellenbogen komplett zu strecken, das Kinn zur Brust, den Nacken lang, dann habt ihr eine gute Beweglichkeit. Was ihr hier spürt, ist dann vielleicht ein Dehnreiz, der an das Tennisarm-Syndrom, also die Tennisarmbeschwerden erinnert. Ja, das ist also jetzt die Armaußenseite, die gestreckt wird. Als nächstes gehen wir mit den Fingerspitzen nach außen. Bleibt immer ungefähr auf Schulterhöhe, Kinn zur Brust, Nacken lang. Ellenbeugen strecken, Brustkorb streckt, ein bisschen halten. Ja. Ist also die Dehnung hier. Wir halten immer ein bisschen. Das fühlt sich immer an, als würden die Hände gleich abbrechen. Das ist aber ungefährlich. Das ist der Dehnreiz und die Verkürzung unserer Armmuskulatur spüren wir im Alltag gar nicht so sehr. Erst hier wird es uns bewusst. In der nächsten Position lassen wir jetzt die Handrücken wieder auf den Boden und die Fingerspitzen zeigen zueinander. Wir strecken die Ellenbogen, strecken den Rücken und den Nacken lang, Schultern weg von den Ohren. Die Verkürzungen, die muskulären Ungleichgewichte in den Armen werden eben dann erst bewusst. Tennisellenbogen, Golfellenbogen, Schulter-Arm-Syndrom, Karpaltunnelsyndrom. Etc. Das ist also alles nur muskuläre Dysbalance und kann weggeturnt werden. Und nun nehmen wir einmal wieder die Handflächen auf den Boden. Wir drehen, soweit es möglich ist, die Fingerspitzen nach innen Richtung Knie und strecken die Ellenbogen, strecken den Brustkorb, ziehen das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Lassen die Handflächen auf dem Boden und drehen ganz nach innen. Die Arminnenseiten zeigen also jetzt nach vorn. Die sehen wir jetzt, die Ellenbeugen sehen wir jetzt. Brustkorb streckt. Fingerspitzen zeigen zu den Knien. Versucht auch die Hände flach gestreckt, die Finger gleichmäßig gespreizt abzulegen. Hier könnt ihr noch ein bisschen korrigieren, während die Dehnung wirkt. Wir nehmen den Handrücken wieder auf den Boden. Also erstmal so, Handrücken auf den Boden, Ellenbogen strecken, die Fingerspitzen zeigen zu den Knien.
Wir lassen die Fingerspitzen nach außen drehen, soweit es möglich ist. Das sieht dann ein bisschen aus wie so eine Kegelrobbe, soweit ich mich an meine Kinderbücher erinnern kann. Also, die Handflächen sind jetzt oben. Im Handgelenk haben wir die Beugung. Was wir spüren, ist der Dehnreiz in Muskulatur und Bindegewebe. Wir spüren wieder die Armaußenseite. Achte zwischendurch auf die Körperhaltung, Bauch, Beckenboden eingezogen, der untere Rücken streckt, als wollten wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen. Und während wir Hände und Arme dehnen lassen, können wir auch mal das Gesäß ein bisschen nach rechts und links ziehen, um das Iliosakralgelenk zu mobilisieren. Der ganze Körper ist also immer mit dabei. Ellenbogen gestreckt lassen. Und dann drehen wir die Hände nach außen, so weit es hier möglich ist. Das ist dann sicherlich vorn. Ja. Und das sieht jetzt schon so seltsam aus. Wenn ihr das auf der Straße macht, legt euch garantiert jemand einen Euro rein, weil man könnte denken, hier sind die Hände falsch angewachsen. Bauchbeckenboden eingezogen. Unser Rumpf ist weiter stabil. Da könnt ihr ein bisschen beugen und strecken, die Hüftschaukel und die Ellenbogen immer gestreckt lassen. Handflächen zeigen nach oben, Kinn zur Brust, Nacken lang und mit dem Gesäß zu den Fersen lassen wir die Hände ganz locker. Einfach Arme, Schultern, Hände locker ausschütteln. Das heißt, dieser Dehnreiz, ja, fühlt sich recht gruselig an, ist so. Es fühlt sich an, als würde was kaputt gehen, ist aber nur der Dehnreiz. Ja, das dauert jetzt ein Weilchen und dann ist es wieder weggeatmet. Das kann natürlich immer sein, dass Muskulatur und Bindegewebe sich ein bisschen bemerkbar machen. Das heißt, es passiert ja was durch die Dehnung. Und es ist auch immer von Vorteil, stilles, klares Wasser zu trinken, ein Glas in kleinen Schlucken, damit der Körper entsprechend die Umbauprozesse auch unterstützen kann. Stilles, klares Wasser ist das Beste, was man mit seinem Körper tun kann, weil es als Transportmittel dient. Gute Stoffe rein, schlechte Stoffe raus. So, hier die Ellenbogen öffnen und schließen, also Arme in einmal nach innen, einmal nach außen. Das heißt, die Ellenbogen sind leicht gebeugt. Einmal gehen die Ellenbogen nach außen und die Hände nach innen, Brustkorb streckt und einmal entgegengesetzt. Und locker lassen, locker lassen, locker lassen, locker lassen. Bauch, Beckenboden ziehen wir ein. Ihr könnt euch jetzt gerne mal hier nicht mit der flachen Hand aufstützen, sondern mit den Fingerkuppen, die Hände wie ein Zelt. Das ist eine gute Kräftigung wieder für die Handmuskulatur. Bauch, Beckenboden einziehen, Rücken, Nacken lang. Dann die Zehenspitzen aufsetzen, bleibt im Fingerkuppenstütz und streckt euch weit nach oben. Ein bisschen nach vorne und nach hinten. Ja, dass wieder die Schultern weg von den Ohren, der Schultergürtel aktiviert wird. Fersen ziehen aber auch schon mal zum Boden und Kniekehlen strecken. Und wir gehen nach rechts und links ein bisschen hier. Lassen ein Kreisen entstehen. Und entgegengesetzt kreisen. Fersen zum Boden. Streckt nochmal die Arme ganz lang aus dem Rumpf heraus. Das beginnt schon unter den Schulterblättern. Der Rücken streckt, der Brustkorb zieht zu den Oberschenkeln und wir können die Hüfte einmal nach rechts und einmal nach links strecken. Dann kommen wir mit den Händen dicht heran, bis wir uns Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen können. Richten uns auf und strecken uns. Ja, lasst die Hände und die Arme noch ein bisschen locker und dann wird das ganz schnell wieder alles hübsch. So, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Mitturnen. Bleibt gesund und fröhlich, eure Edda.